Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gehen wir in Runde 2 oder ich glaube sogar Runde 3, weil mit Danny haben wir ja 2 Folgen gemacht. Wer wird Millionär? Fußball-Edition. Ich habe gedacht, daraus könnten wir eigentlich ein reguläres Format hier auf dem Kanal machen mit dem ein oder anderen YouTuber am Start. Und heute trifft es den lieben Luca. Er muss 15 Fragen beantworten. Was geht ab? Was geht? Freut mich sehr, hier zu sein. Mega cooles Format, habe ich mir sehr, sehr gerne angeschaut. Von daher umso cooler, heute mitwirken zu dürfen. Bin sehr, sehr gespannt, wie weit du es am Ende schaffen wirst. Generell erkläre ich nochmal ganz, ganz kurz für die Regeln für diejenigen, die entweder das erste Video nicht geschaut haben oder wer wir Millionär gar nicht kennen. Wir haben uns gegenseitig 15 Fragen vorbereitet. Hier auf meinem Kanal stelle ich Luca 15 Fragen. Im Video auf Lukas Kanal stellt er mir 15 Fragen von 50 Euro bis 1 Million Euro. Das sind natürlich nur imaginäre Euronen. Die werden wir uns nicht gegenseitig geben, denn so rich sind wir leider nicht. Vielleicht mit ein bisschen Preisgeld im nächsten Video. Dafür müsst ihr aber erstmal den Daumen hoch geben und auch den Kanal abonnieren, weil dann geht die Revenue, kommt rein und dann können wir es uns auch leisten, Preise zu vergeben. Nee, kurzer Spaß beiseite. Wie gesagt, 15 Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten und es gibt 3 Joker, die der Kandidat zur Verfügung hat. Einmal den klassischen 50-50 Joker, da fallen dann 2 Antworten raus. Dann gibt es noch den Moderator-Tipp. Da gibt einfach derjenige, der in dem Moment der Host ist, einfach einen kleinen Tipp oder einen größeren Tipp, je nachdem, wie er halt Bock drauf hat. Und es gibt den Second Chance Joker. Das ist einfach nur, dass man quasi ein zweites Leben hat. Nehmen wir an, du bist jetzt bei der 32.000 Euro Frage und verhaust die, dann hast du noch einen zweiten Shot, weil du den Second Chance Joker vorher noch nicht eingelöst hast. Ich hoffe, dass du und auch alle, die das Video hier schauen, das Ganze soweit verstanden haben. Und dann können wir von mir aus sehr, sehr gerne reinstarten. Wie gesagt, auf meinem Kanal stelle ich Luca die Fragen. Aber du hast die Regeln gecheckt? Ich habe die Regeln verstanden, ja. Das ist natürlich wundervoll. Also, bist du denn auch bereit? Ich bin sowas von ready, Alex. Okay. Wie gesagt, ihr kennt das bei mir, wenn ich die Fragen stelle. Die ersten Fragen sind immer so ein bisschen, ja, lost. Und ab der 2.000-Euro-Frage geht es dann richtig mit Fußballwissen los. Ich würde sagen, wir starten rein mit der 50-Euro-Frage. Generell, falls du Probleme hast, die Frage zu verstehen, wenn ich sie vorlese, dann sag einfach gerne Bescheid, dann schicke ich dir nochmal das auch visuell rüber, weil für die, die das YouTube-Video schauen, ihr seht ja auch immer die Frage on-screen und das sieht Luca halt nicht. Könnte man auch irgendwie anders lösen, aber ich habe ja auch hier immer die richtigen Antworten markiert. Deswegen, falls da Probleme gibt, sag gerne Bescheid. Also, 50-Euro-Frage. Arbeitet ein Dortmunder Stürmer als Kellner, hört man wohlmöglich öfter. Punkt, Punkt, Punkt. A. Gregor Schenk ein. B. Emre mach voll. C. Mats gib Bier. Oder D. Niklas füll Krug. Ich denke, das müsste D sein mit, wie war es doch mal? Füll Krug. Ich habe einfach am meisten Spaß an diesen Videos, diese dummen Fragen zu designen. Aber die sind geil, die haben mir auch da richtig gut gefallen bei den anderen Videos. Das ist absolut richtig. Antwort D, Niklas Füllkrug ist korrekt. Sehr, sehr stark. Die erste Frage richtig beantwortet. Du bist um 50 Euro reicher. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Frage Nummer 2. Für 100 Euro gibt es das nächste Wortspiel. Hat man beim Autofahren einen Zebrastreifen übersehen? Dann sagt man bei der Verteidigung vor Gericht wohlmöglich, da waren keine Streifenstaatsanwalt, Markierungen Gerichtsvollzieher, Linienrichter oder Striche Vollzugsbeamter. Das müsste C, die Linienrichter sein. Junge, du slidest hier durch. Sehr, sehr gut. 100 Euro. Noch. Wundervoll gemacht. Ja, ich glaub generell später wird's schwierig. Die ersten 3 Fragen sind immer Wortspiel relatiert. Und so machen wir auch weiter mit der 200-Euro-Frage. Und die 200-Euro-Frage ist die folgende. Wenn der Trainer des SC Freiburg auf dem Splash-Festival auftritt, nennt man das? Antwort A. Werner Auftritt. Antwort B. Tuchel-Show. Antwort C. Streichkonzert. Oder Antwort D. Kovac-Performance. Ein verrückter Act auf dem Splash, aber ich denke, es ist das Streichkonzert. Also Imagine ist richtig. Imagine, er würde wirklich auf dem Splash auftreten. Egal mit was für einer Nummer, egal was für Musik, wie geil wäre das, Alter. Es würde warst auch du schon auf dem Splash? Nee, tatsächlich nicht. Mm. Aber du warst ich schon? Auch nicht. Ist nicht, achso, ist okay. Nicht ganz meine Musik. Ich war früher immer, also ich war früher so, als ich so um die 18 war, richtiger Metalhead. Da war ich auf Wacken und Summer Breeze immer unterwegs. Aber je älter ich geworden bin, desto weniger habe ich irgendwie Bock auf diese Festivals gehabt. Wo warst du mal irgendwo? Ich war tatsächlich noch auf keinem einzigen. Du warst noch auf keinem einzigen? Nee. Na, vielleicht
Aber ich weiß nicht, würdest du das denn nochmal machen? Also tendenziell glaube ich schon. Aber es hat mich nie so richtig gecatcht tatsächlich. Ja, ich verstehe es auch. Es ist auch so mit dem Zelten und dem ganzen Ding ist auch meistens nicht so geil. Splash, wie gesagt, war ich aber persönlich noch nicht. Gut, das heißt, du hast es geschafft durch die wilden Sprachakrobatiken von 50 bis 200 Euro. Wir sind bei 300 Euro und gehen rein mit einer Easy-Frage. Glaube ich, kriegst du auf jeden Fall hin. Wie nennt man die Fußballklebebildchen, die Kinder gerne sammeln? Antwort A. Ciabatta-Aufkleber. Antwort B. Panini-Sticker. C. Bruschetta-Etiketten. Oder D. Focaccia-Plaketten. War ich selber als Kind ein riesen Fan. Wir haben in der Schule, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, auch immer so geklatscht, wenn man die so umdrehen musste dann. Ja, stimmt, klatschen, ja, klar. Und warst du da gut drin? Ich unfassbar gut. Also wirklich, wenn man das jetzt so sagen darf, da war ich echt gut drin. Ich habe auch echt viele Alben, glaube ich, voll gehabt früher. Also es hat meine Kindheit geprägt und deshalb sind es auf jeden Fall die Panini-Sticker. Das ist absolut richtig. Hast du noch die Alben von damals? Zu Hause, aber ich finde nicht mehr alle. Boah, die musst du mir mal zeigen, da musst du mal zu Hause schauen, weil ich habe tatsächlich nur ein einziges voll gehabt und das ist auch das geilste, WM 2006. Das Problem ist, ich war irgendwie nicht so das ordentlichste Kind, ich habe das wirklich behandelt wie Müll, ne? Also ja, wenn du das jetzt heute siehst, da sind die Seiten eingerissen, ich meine, es ist voll, aber ich habe die Sticker quer eingeklebt, damit Kuli reingezeichnet, vorne ist so, früher gab es ja bei hier Kinder Maxi King und so, waren ja auch immer diese kleinen Sticker, ne? Ja. Die habe ich da irgendwie einfach auch reingeklebt, weil ich da Bock drauf hatte, als ich damals 9 Jahre alt war. Einfach dumm. Aber ich habe es noch. Also, 500 Euro. Kann man auf jeden Fall schon machen. Hätte ich ganz gerne in meiner Hand gerade, habe ich aber nicht. Stattdessen stelle ich eine Frage, die 500 Euro wert ist. Und zwar, wofür ist die Hamburger Legende Manny Kals bekannt? Antwort A. Den Ananas-Steilpass. Antwort B. Die Bananenflanke. Antwort C. Den Cranberry-Schuss oder Antwort D, dafür den YouTube-Kanal von Grabo zu abonniert haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Aufruf. Falls ihr es noch nicht getan habt, sehr, sehr gerne für mehr solche Videos Abo drücken. Und ich gebe die Frage weiter an Luca. Also als du den Namen gesagt hast, hatte ich gar keinen Plan. Der eins, also D ist natürlich Pflicht. Aber ich denke, absolut, bei ihm absolut. War dann auf jeden Fall die Bananenflanke wahrscheinlich, sein Signature-Move. Das ist richtig, das ging jetzt auch nicht darum, dass du irgendwie den Namen irgendwie zuordnen kannst, sondern einfach, dass du halt die Worte, also das andere gibt's halt natürlich nicht. Bananenflanke ist die richtige Antwort. Und damit hast du 500 Euro sicher und das ist auch die erste Safety Zone, das habe ich eben komplett vergessen zu sagen. Falls man eine Frage falsch beantwortet und nicht mehr den Second Chance Joker zur Verfügung hat, fällt man runter auf 500 Euro oder auf 16.000 Euro, wenn man das schon überschritten hat. Das heißt, 500 Euro kann dir keiner mehr nehmen, sind sicher für diese Episode. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. 1.000 Euro. So langsam geht es jetzt auch mit richtigem Wissen los. Auch wenn ich glaube, dass du das auf jeden Fall weißt. Für 1.000 Euro. Was hatte der legendäre Walter Frosch in seinem Stutzen, als er nach einem Legendenspiel 2007 ein Interview gab? Antwort A. Ein Fläschchen Cognac. Antwort B. Eine Packung Zigaretten. Antwort C. Einen Lottoschein. Und Antwort D. Eine UNO-Reverse-Karte. Das ist natürlich legendär. Ich glaube, die Tonspur ging auch eine Zeit lang auf TikTok viral und so. So also geil. Ich glaube, so A geil. Hätte auch gepasst, aber es müssten die Zigaretten gewesen sein. Das ist absolut richtig. Die Zigaretten sind die korrekte Antwort. Eine Freundin von mir ist einfach an Karneval als Walter Frosch gegangen. Das ist auch geil. Ist mit so einem Stirnband, so einem alten Trikot. Sehr, sehr geil. Wildes Kostüm unter dieser Schnauze vor allen Dingen. Aber falls ihr das nicht kennt, Leute, gebt mal bitte Walter Frosch Zigaretten bei YouTube ein. Guckt euch diesen kurzen Clip an. Es ist einfach legendär. Ja, ich bin schnell eingewechselt worden, da muss ich. So, so geil. Okay, jetzt sind die Easy-Fragen wirklich weg. Es geht um Fußballwissen. Ich glaube, du hast davon einiges und ich traue dir vieles zu. Wir stehen bei 2.000 Euro. Und es ist eine FC Köln-relatierte Frage. Ich habe generell ein, zwei Fragen mit reingenommen, weil du ja Köln-Fan bist. Ist, glaube ich, ganz nice. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Video auch gemacht hast. Sehen wir natürlich dann auf deinem Kanal. Für 2.000 Euro musst du folgende Frage beantworten. Wie viele Maskottchen namens Hennes hatte der erste FC Köln? Antwort A. 5. Antwort B. 9. C. 13. Oder D. 17. Also Hennes ist ja ganz wichtig. Eines meiner absoluten Lieblingsmaskottchen.
Ich gefolgt von Fritzle vom VfB und ich weiß, dass jetzt im Moment Hennes der Neunte den FC im Rhein-Energiestadion immer supportet. Das heißt, die richtige Antwort müsste der Neun sein. Das ist absolut korrekt. Hennes der Neunte. Weißt du, seit wann es Hennes gibt? Weil ich glaube, den gibt es schon richtig, richtig lange. Also mein Bruder hat mir sogar mal ein Buch geschenkt über Hennes. Ich habe bisher noch nicht reingeschaut. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, ich gucke mal. Hennes der Erste. 13. Februar 1950. Okay. Ja, das ist ja geisteskrank. Easy. Ich würde sagen, wir sind bei 4.000 Euro angekommen. Und das ist eine kleine Trickfrage. Und für die Trickfrage musst du auf jeden Fall auch gleich dir was anschauen. Deswegen schicke ich dir gleich die Frage auch per Discord zu, dass du sie lesen kannst. Und zwar ist die Frage, welcher Stürmer ist aktuell von Paris Saint-Germain an Eintracht Frankfurt ausgeliehen? Antwort A, Hugo Ekitike. Antwort B, Hugo Ekitike. Antwort C, Hugo Ekitike. Oder Antwort D, Hugo Ekitike. So, der Witz ist natürlich, dass es alles anders geschrieben ist. Mega witzig, ja. Deswegen, ja, mega witzig mit so einer stoischen Miene, schicke ich dir das Ganze mal zu, damit du dir das auch vor Augen führen kannst, weil das ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich finde, die Aussprache gibt es irgendwie nicht so richtig her. Tatsächlich, das wusstest du mit Sicherheit nicht, war in Deutsch wirklich das Schlimmste, was ich machen konnte, war immer meine Rechtschreibung. Deshalb ist das, ist das so? Eine Frage, die perfekt. Ich habe immer komplett Abzug bekommen in allen Klausuren. Oh no. Bei mir war es Kommasetzung. Ich konnte Kommasetzung damals nicht. Rechtschreibung war fein, aber Kommas wusste ich nie, wo man die hinsetzt. Okay, immerhin, immerhin. Und dann habe ich Journalismus studiert. Ja. Also ich glaube, der größte Tipp, den ich dir geben kann, ist, was kannst du denn überhaupt ausschließen? Weil ich finde so, immer wenn man auf sein Bauchgefühl hört, was irgendwie nicht so gut aussieht, das ist es schon immer ganz gut. Also meine Tendenz geht in Richtung A. Also D würde ich ausschließen, weil ich glaube mich zu entsinnen, dass auf jeden Fall ein Apostroph dabei ist bei seinem Nachname. Ich glaube, ich nehme den 50-50 und hoffe einfach, dass A... Warte. Also wir wollen ja hier auch, ich habe mir auch Mühe gemacht, weiter die Fragen auch bis zu 1 Million, dass du die auch gestellt bekommst. Deswegen sage ich einfach mal, dein Gefühl ist schon ganz gut. Also weil tatsächlich meine Tendenz wäre zwischen A und B. Mhm. Aber wenn du das jetzt so schon sagst, also C ist es auf jeden Fall nicht, weil ich weiß auch, dass man ihn mit E am Anfang schreibt. Wenn du jetzt schon diesen leichten Tipp gibst, dann würde ich einfach mal auf unsere Freundschaft vertrauen und A wählen. Das falsch war D. Nee, es ist natürlich, es ist natürlich A. Hugo Ekitike und nicht Ekitike. Hast du den Danny gerade nachgemacht, ja? Nee, vielleicht so ein bisschen. War das doch, glaube ich, oder? Vielleicht so ein bisschen. Aber du bist 4.000 Euro reicher. Sehr, ja, okay. Sehr stabil. Also nur noch 2 Fragen trennen dich von der nächsten Safety Zone. Und 8.000 Euro kann man wissen. Gerade du in deiner aktuellen Position wirst es auf jeden Fall wissen. Welcher ehemalige Köln-Trainer sagte einst, ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen. Antwort A, Peter Stöger. Antwort B, Markus Anfang. Antwort C, Markus Gisdol. Oder Antwort D, Friedhelm Funkel. Okay, also ich kann 2 schon mal auf jeden Fall ausschließen. Und zwar Gisdol und wer war B nochmal? Anfang. Anfang, weil ich habe bei jedem Trainer direkt so dieses Bild im Kopf, wie die aussehen. Und ich weiß... Zumindest habe ich kein Bild im Kopf, wo die beiden eine Brille tragen. Peter Stöger hat immer eine Brille aufgehabt, glaube ich zumindest, also sehr häufig. Die Aussage an sich würde auch zu Friedhelm Funkel passen. Dadurch, dass Friedhelm Funkel ja auch schon so ein bisschen älter ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Mann ab und zu eine Brille auf hat. Boah, Findest du, die Aussage passt zu Funkel eher als zu Stöger? Es ist halt so eine trockene Aussage, ne? Ich finde aber, also ich wäre an sich... Also wenn ich falsch liege, habe ich ja, also dann greift ja automatisch theoretisch diese Doppelchance da, ne? Dann greift die Doppelchance, ja. Ja, dann gehe ich mit Peter Stöger. Das ist richtig. Tatsächlich hat Friedhelm Funkel keine Brille. Gar keine? Also zumindest trägt er sie nicht auf dem Platz. Ja, okay. Es gibt kein Foto, wo, deswegen, das war der Gedanke hinter der Frage, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, 8.000 Euro ist ja noch relativ früh. Also ich schaue gerade hier mal durch. Es gibt ein einziges Foto, das aber ein privates, da hat er eine Brille drauf an. Ansonsten trägt er auf dem Platz keine. Ja, und ich finde auch, die Aussage passt schon krass zu Stöger eigentlich, oder? Ja, aber es hätte auch schon ein bisschen zu Funkel gepasst, findest du nicht? Ja, schon. Also, aber so Funkel ist irgendwie so... Ja, vielleicht. Okay, also
8000 Euro auch gemeistert. Alle Joker sind noch am Start, natürlich mit ein bisschen Hilfe, aber so langsam wird diese Hilfe, glaube ich, weniger und du musst dich ein bisschen auf dich selber verlassen und auch auf deine Joker, die du noch übrig hast. Die nächste Frage, 16.000 Euro, damit also die erste Safety Zone, geht folgendes. Wie viele Teams spielen im englischen Profi-Liga-System insgesamt? Kurze Erklärung dazu, das heißt Premier League, Championship, EFL League 1 und EFL League 2, also die ersten vier Ligen. Antwort A, 80 Teams. Antwort B, 92 Teams. Antwort C, 96 Teams. Oder Antwort D, 100 Teams. Cool. Also die ersten vier Ligen zählen rein, ne? Ja. Also A kann ich kategorisch ausschließen, weil ich weiß, also Premier League sind ja schon 20. Weiß, dass in der zweiten Liga bin ich mir jetzt aber gerade unschlüssig, ob es 22 oder 24 Teams, glaube ich, sind. Dadurch, dass du natürlich dann diese Sprünge so unfassbar klein gehalten hast. Okay, jetzt sind halt Vierer, ne? Also. Hättest ja auch so 92, 120. 120. Imagine also, einfach so eine Liga mit so 40 Teams oder so. Junge, wie nervig das wäre. Okay, aber wir gehen mal, also, auf jeden, also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die englische 22 oder 24. Das weiß man halt vermutlich. Also du wüsstest das mit Sicherheit zu 100%, weil du ein riesen Karrieremodus-Fan bist, ne? Ja, ich wusste das 100%. Aber ich habe mir, deswegen habe ich es auch ein bisschen höher gemacht, weil ich hatte sie erst ein bisschen tiefer, aber dachte mir so, okay, wenn man jetzt vielleicht nicht so diese Ligen auch mal durchlaufen ist im Karrieremodus oder so, dann weiß man vielleicht nicht, wie viele welche Liga davon hat. Ja, also ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben. Okay, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass. Naja, das bringt mir überhaupt gar nichts. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass zweite, dritte und vierte Liga jeweils 24 Teams haben, dann wären wir aber bei 102. Also das ist schon mal auf jeden Fall nicht richtig. Also ich meine, dass du 80 kategorisch ausschließen kannst, ist ja schon mal ganz gut. Ich glaube, du hast auch einen kleinen Rechenfehler bei deinem Beispiel eben gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Was ich gerade durchgerechnet habe? Also wenn du so rechnest, sind es halt nicht 102. Ah ne, das sind 92 dann. Und das gibt's ja schon als Antwortmöglichkeit. Das ist jetzt kein Tipp, ob das richtig ist, sondern so wie du es halt ausmalst, die Antwortmöglichkeit ist zumindest da. Gutes Kopfrechnen auf jeden Fall, ne? Geht fleißig zur Schule. Ja, ich werde dich jetzt hier nicht vor die Wand laufen lassen, bevor du jetzt einfach, weiß ich nicht, weißt du? Ist jetzt halt die Frage, also es ist 90, nee, warte, was war die Auswahl? 80? 80, 92, 96, 100. Ich gamble, ich habe ja Second Chance, ich gehe mit 92, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer Liga, selbst wenn in einer Liga ja 26 mitnehmen, wären wir ja trotzdem nur bei 94. Die Premier League, hast du richtig gesagt, hat 20 Teams. Die Championship 24 und damit man auf 96 Teams kommt, müssten die League 1 und die League 2 beide 26 Teams haben. Das haben sie aber nicht, sie haben auch beide 24 Teams und deswegen sind wir bei 92 insgesamt und du bei 16.000 Euro. Sehr, sehr stark. 102. Ich saß hier so und hab das dann so nochmal nachgedacht. So, fuck, hab ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht bei der Erstellung der Frage? Oh, nee, aber ich habe gerade auch, als du das aufgelöst hast, habe ich gar nicht verstanden, ob ich jetzt richtig bin oder nicht. Aber ja, okay. Das war also der Sinn der Sache. Ja, da hast du gut gemacht tatsächlich. So, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Fragen noch bis zur Million. Bin ich mal gespannt, ob du da hinkommst. Es wird auf jeden Fall immer kniffliger. Und wir gehen, glaube ich, in eine Area, wo du jetzt vielleicht nicht so super viel Expertise hast, aber ich glaube trotzdem an dich. 32.000 Euro. Seit wann gibt es die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen? Antwort A, 1972. Antwort B, 1982. Antwort C, 92. Und Antwort D, 2002. Einer hätte ich gewusst. Ja, okay, gut. Was wäre das gewesen? 1930, oder? Das ist absolut richtig. Aber, boah, also 2002 auf gar keinen Fall. Also ich schaue ja auch, wenn Frauenfußball läuft, schaue ich das auch Bundesliga und alles. Aber jetzt auch bei den WM-Vorberichten oder so habe ich davon nichts gehört. Aber ich meine, du hast ja schon mal auf 3, hast du ja schon mal runtergebrochen, wenn du sagst, 2002 macht keinen Sinn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die erste Frauen-WM parallel zu einer Herren-WM im selben Jahr stattfindet. Wäre ja auch schon terminlich sehr, sehr komisch. Das heißt, ich würde zwischen 72 und 82, ich würde, glaube ich, trotzdem die zwei Antworten ausschließen und deshalb den 50-50-Joker einfach mal.
Du nutzt 50-50. Okay. Die Frage ist jetzt, wie nett ich bin. Aber wir sind ja schon sehr gut befreundet, auch privat, ne? Wir sind also privat sehr gut befreundet. Es bleibt übrig Antwort B 1982 und Antwort D 2002. Das ist wahnsinnig nett. Also nee, also ich gehe, wir loggen 82 ein. 82 ist tatsächlich richtig und das ist ja parallel mit einer Herren-WM. 82 auch? Nee. Ja klar, 82, 86, 90 und Deutschland ist 90 Weltmeister geworden. Das muss ja dann auch parallel mit einer Herren-WM sein, was es auch war. Ich glaube, dass die das dann im Nachhinein irgendwie umgeswitcht haben oder so. Aber die erste Frauen-WM 1982, 92 wäre auch ein bisschen zu recent gewesen, 72 ein bisschen zu früh. Passt also relativ gut und du bist einen Joker leichter, aber 32.000 Euro reicher. Aber ganz kurz, ich habe die jetzt nur richtig dann quasi, weil ich mich verrechnet habe wieder. Ja. Geil. Und weil du, also gut, du hast ja 50-50 eingesetzt und du hättest so oder so wahrscheinlich ja nicht 2002 genommen, deswegen ist es ja fein. Nächste Frage. Und ich glaube, die ist ein bisschen zu hoch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du das beantworten kannst. Aber es ist voll okay. Ich route für dich. Ich will, dass du weit kommst. 64.000 Euro für die folgende Frage. Welcher dieser Spieler stammt nicht aus der Jugend des 1. FC Köln? A. Jannes Horn. B. Mitchell Weiser. C. Ismail Jakobs. Oder D. Salih Özcan. Das weiß ich tatsächlich. Weil ich damals den Wechsel, glaube ich, von Wolfsburg nach Köln verfolgt habe. Weil ich glaube, mich zu entsinnen, dass Jannes Horn auch zwischenzeitlich als eines der größten Nachwuchstalente in Deutschland gezählt hat. Deshalb wähle ich Jannes Horn. Also, weil ich weiß, Ismail Jakobs kommt aus der Jugend, Salih Özcan kommt auch aus der Jugend, der wurde zwischenzeitlich nach Kiel ausgeliehen und Mitchell Weiser kommt auch aus der FC-Jugend, ist damals dann ja nach Bayern und dann, glaube ich, nach Hertha, Leverkusen, irgendwie so in die Richtung. Deshalb bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Jannes Horn ist. Das ist tatsächlich absolut korrekt. 64.000 Euro für dich. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn du mir diese Frage gestellt hast, wäre ich mir nicht sicher gewesen, weil Salih Özcan und Ismail Jakobs ja für nicht deutsche Nationalmannschaften spielen und das hätte mich, glaube ich, so ein bisschen aus dem Tritt gebracht, weil wenn man halt nicht Fan vom Verein ist, weiß man das halt meistens nicht. Mitchell Weiser hätte ich safe gewusst, weil der kommt aus Troisdorf, da wo ich herkomme. Krass. Ist, hat dann wie bei Hennef gezockt, Sportfreunde Troisdorf, dann Hennef und ist dann rüber in die Köln-Jugend. Und ja, Jannes Horn ist richtig, 64.000 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die nächsten drei Fragen sind sehr, sehr tricky. Aber du hast noch zwei Joker. Die Million ist auf jeden Fall drin. Okay, okay. Wir sind gespannt. 125.000 Euro. Für welches Vergehen flog Oliver Kahn im Jahre 2001 im Spiel gegen Hansa Rostock vom Platz? Antwort A. Handspiel. Antwort B. Schwalbe. Antwort C, Ohr anknabbern oder Antwort D, Kung-Fu-Tritt. Okay, also Kung-Fu-Tritt war gegen Borussia Dortmund. Ohr anknabbern war, glaube ich, gegen Miroslav Klose. Also ich glaube, das war auf jeden Fall gegen Werder Bremen. Es gibt einen Clip, den ich im Kopf habe, wo es eine Ecke für Bayern gibt und Oliver Kahn den, glaube ich, mit der Faust reinhaut. Aber ich glaube, mich auch zu entsinnen, dass ich danach gesehen habe, dass er wieder zurückgerannt ist. Aber wegen der Schwalbe bekommt man ja auch, also vom Platz fliegen kann gelbrot oder glattrot sein. Das ist richtig, ja. Also Kung-Fu-Tritt kann ich ausschließen, weil der war hundertprozentig gegen Borussia Dortmund. Mhm. Und das Ohr anknabbern, ich glaube, das war gegen Miroslav Klose. Dann blieben noch A, Handspiel und B, Schwalbe übrig. Genau, aber ich überlege gerade, in welcher Situation kann denn eine Torwart eine Schwalbe machen? Aber auf der anderen Seite können wir jetzt ja auch theoretisch zocken, weil wenn ich falsch lege, dann geht's ja einfach weiter, ne? Genau, du weißt okay. Dann, dass Antwort C oder D oder was weiß ich dann halt falsch ist und du darfst dann nochmal raten. Dann nehmen wir einfach mal den B. Weil ich glaube, also noch kurz um zu rechtfertigen, ob es richtig ist oder nicht, bei A, das ist ja auch immer wieder in Rückblicken drin, ich glaube, ich habe nie gehört, dass er daraufhin vom Platz gehen musste. Du hast auf jeden Fall richtige Sachen gesagt. Also. Der Kung-Fu-Tritt war gegen Stefan Sharpuisar im BVB-Dress. Das ist richtig. Das Ohr anknabbern war nicht gegen Miroslav Klose und auch nicht gegen Werder Bremen, sondern ebenfalls gegen Borussia Dortmund und zwar gegen Heiko Herrlich. Ah, okay. Ja. Meines Wissens nach hat Oliver Kahn nie für eine Schwalbe eine Karte bekommen. Stattdessen trügt dich ein bisschen dein Erinnerungsvermögen, denn tatsächlich ist es genau die Szene, die du besprochen hast. Es ist eine Ecke
Oliver Kahn steigt hoch zum Kopfball, kommt nicht dran, nimmt beide Fäuste, haut den Ball ins Tor, rennt zurück in sein Tor, wird aber dabei vom Schiri gestellt und bekommt die zweite gelbe Karte des Spiels und fliegt damit vom Platz. Das habe ich dir jetzt schon mal gesagt, weil Second Chance wird eingelöst. Du hast gerade schon C und D ausgeschlossen. Antwort A. Wirst du daraufhin einloggen. Deswegen lassen wir dich jetzt hier einfach weiter. Aber der Second Chance Joker ist leider weg. Dir bleibt lediglich der Moderator-Tipp. Und der ist ja so semi-useful, je nachdem, was ich dir halt eben hinwerfe. Ja. Aber du, ich muss sagen, du hast es sehr, sehr gut aufgearbeitet. Weil ich das mit Ohrenknabbern und so, das, man hat das alles im Kopf. Und man weiß ja nicht, gegen wen das war und was da irgendwie die Konsequenz war, finde ich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ist er für den Kung-Fu-Tritt vom Platz geflogen? Weißt du das noch? Nee, oder? Nee, das gab nicht mal einen Foul, oder? Ich glaube auch nicht. Und das also, Ohrenknabbern, ich glaube, da gab es wahrscheinlich Gelb oder so, ne? Aber... Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auch erkannt wurde, weil damals gab es ja auch noch nicht so viele Kameras und alles. Das kann auch sein, ja. Ey. Und ich hatte halt, also die drei Szenen hatte ich im Kopf, aber ich hatte halt bei keiner im Kopf, also ich habe sogar die Szene gehabt, wie er zurückrennt, aber... Ja, er rennt auch zurück, aber du siehst halt dann, dass der Schiri nochmal kommt und er dreht sich dann um. Er dreht sich dann um und gibt ihm aber halt gelb-rot. Das sieht man halt dann im zweiten Clip nochmal. Ja, okay. Und dann hat er halt dieses Nach-Interview, dieses legendäre, wo er da steht. Ja, ich dachte immer, der Torwart darf im 16er den Ball in die Hand nehmen. Ja, gut. Aber einen Joker hast du noch, den Moderator-Tipp, und bist bei einer 500.000 Euro. Sind wir schon bei einer 500.000? Ja, 125.000, danach kommt direkt die 500.000 und dann die Million. Also, es wird tricky, kann man wissen, wenn man es mal gehört hat, ist aber sehr schwierig. Wo trat Diego Armando Maradona zum allerersten Mal im Trikot des FC Barcelona auf? A. Bei einem Testspiel in Meppen. B. In einer Fernsehtalkshow in Madrid. C. In einem Nachtclub in München. Oder D. Auf einer Fashionshow in Mailand. Also wo hat man ihn zum ersten Mal in einem Barcelona-Trikot gesehen? Und das war damit der Reveal quasi so ein bisschen. Also... Bei Meppen hat auch eine Fußballvergangenheit, glaube ich, ne? Haben die nicht auch mal erste Liga gespielt? Im Endeffekt, ich brauche eh den Moderatoren-Tipp, ne? Den hau ich sowieso. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört, muss ich dazu sagen. München, okay. Nachtclub, Meppen, keine Ahnung, ich muss raten. Also der Moderatoren-Tipp ist das folgende. Und wenn du es so ein bisschen auseinanderklamüserst, kannst du es, glaube ich, daran ableiten, was die richtige Antwort ist. Der Wechsel zu Barcelona war der erste Wechsel seiner Karriere. Kam damals 1982 von Boca Juniors. Also er war nicht davor bei Neapel oder so, sondern er war auch noch relativ jung. Müsste damals dann, lass mich mal kurz rechnen, ich glaube 21 Jahre alt gewesen sein. Wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, kannst du das, glaube ich, auf diese anderen Sachen anwenden. Das ist, weiß ich nicht. Also man könnte sich jetzt natürlich auch vorstellen, er wechselt mit 21 Jahren nach Europa, findet es unfassbar geil, packt seine Leute in den Flieger ein und geht erstmal in den Nachtclub in Deutschland feiern, warum auch immer. Die Frage ist, ob man nach München geht halt, ne? Ja, das ist halt die Frage. Aber da gibt es ja auch gute Clubs, ne? Aber also das würde ich jetzt tendenziell mal eher ausklammern. Es könnte ich glaube tatsächlich, so wie du es jetzt auch erzählt hast, ist es unfassbar random, aber ich glaube nicht, dass so, wir gehen mit Meppen. Antwort A ist eingeloggt. Also, du hast es richtig erkannt. Ich habe es ja auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen dir durch die Blume verraten, dass er natürlich nicht nach München gefahren ist. Ich glaube, wenn ein junger Spieler in einen Nachtclub geht, dann probably nicht in München. Fashion Show in Mailand macht für mich, also wenn ich jetzt neutral drauf gucke, auch eher wenig Sinn, weil wenn du 21 bist, du bist noch gar nicht in diesem Game irgendwie drin. Weiß nicht, ob man dann direkt auf eine Fashion Show geht. Gut, Gnabry würde das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber der ist ja auch schon was älter als 21. Deswegen... ist auch die Fernsehtalkshow in Madrid nicht richtig, weil da hätte es auch eventuell eine kleine Sprachbarriere gegeben. Stattdessen hast du die Frage richtig beantwortet mit Antwort A, einem Testspiel in Meppen. Und zwar ist das Ganze so abgelaufen, dass der SV Meppen damals, glaube ich, Zweitligist, noch einen Testspielgegner gesucht hat für die kommende Saison, um sich vorzubereiten. Hat also einen Agenten angerufen und der Agent hat gesagt, ey, weißt du was, vor 5 Minuten... war der Head vom FC Barcelona bei mir am Apparat und hat genau dasselbe gesagt. Wir brauchen unbedingt noch einen Vorbereitungsgegner. Und dann haben die beiden Teams sich agreed für ein Vorbereitungsspiel in ein paar Wochen. Eine Woche vor diesem Vorbereitungsspiel gibt der FC Barcelona die Verpflichtung eines jungen argentinischen Talents bekannt, nämlich Diego Armando Maradona, was damals in aller Munde war. Und die Karten für dieses Vorbereitungsspiel waren innerhalb von einer Sekunde ausverkauft. Die Story ist, dass es damals nur ein Telefon in dem...
dem Verein gab, wo die Leute Karten rüber reservieren konnten. Da ist es, war die ganze Nacht und den ganzen Tag immer belegt, weil alle Diego Armando Maradona sehen wollten. Krass. Und zum ersten Mal das Trikot vom FC Barcelona getragen bei einem Testspiel in Meppen. Weltverein. Und ich finde diese Story so geil, wirklich. Ich finde es so lustig. Aber ja, wir sind am Ende der Fahnenstange angekommen. Du hast die Chance, alles oder nichts. Du kannst dich auch nach Hause gehen. Du kannst die imaginären 500.000 Euro mitnehmen, falls du jetzt dir nicht sicher bist bei der letzten Frage. Auf jeden Fall. Aber du kannst ja auch zocken. Es geht hier auch nicht wirklich um was. Vielleicht kriegen wir es wirklich irgendwann hin, dass es so kleine Preise gibt oder so. Mal gucken. Aber 1 Million Euro, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist eine komplette Ratefrage, weil ich halte dich für sehr schlau, aber das weiß man einfach nicht. Ja, okay. 1 Million Euro. Gespannt. Was stand nicht in den ersten Fußballregeln, die 1848 an der Cambridge University aufgeschrieben wurden? Also die ersten jemals verfassten Fußballregeln, was stand da nicht drin? Antwort A: Man darf den Ball in die Hand nehmen. Antwort B: Nach einem Tor wechseln die Teams die Seiten. Antwort C: Ein Team besteht aus mindestens 15 Spielern. Und Antwort D: Der Schiedsrichter ist ein Auswechselspieler des Heimteams. Und jetzt ist die Frage, was davon nicht stimmt. Oder genau, irgendwie. Drei dieser Sachen standen in dem Regelheft, eins nicht. Also es ist natürlich ultra dumm, ne? Also man kann es ja durchdenken, dass die Fußballregeln, wie sie heute existieren, erst sehr viel später dann so verfasst wurden. Ich glaube, es war ja auch früher so, dass es irgendwie noch eckige Torpfosten gab und was weiß ich. Also die Regeln haben noch nicht sehr viel mit Fußball zu tun gehabt damals, aber es gilt als so die ersten aufgeschriebenen Regeln. Und da standen drei Sachen von drin und eins eben nicht. Okay, also ich glaube, es stand auf jeden Fall drin, dass man den Ball in die Hand, also nicht in die Hand nehmen darf. Nee, man darf den Ball in die Hand nehmen. Also, warte, wie ist die Frage nochmal formuliert? Was stand nicht drin? Und entweder es stand drin, nicht drin, man darf den Ball in die Hand nehmen. Nach einem Tor wechseln die Teams die Seiten. Ein Team besteht aus mindestens 15 Spielern oder der Schiri ist Auswechselspieler des Heimteams. Also wenn du sagst, man darf den Ball in die Hand nehmen, stand nicht drin, dann stand alles andere drei drin. Aber das, dass man den Ball in die Hand nehmen darf, bezieht sich auf die Feldspieler? Also, kannst du natürlich sagen, dass es das ist. Weiß ich ja nicht. Aber das ist viel zu naheliegend. Naja, bei einer 1-Million-Euro-Frage. Also, ich weiß nicht, warum, aber ich könnte mir vorstellen, weil das ja, also meine Tendenz ist D. Dass der Schiri ein Auswechselspieler vom Heimteam ist, stand nicht in den Regeln. Ach so, ich verstehe diese Frage nicht. Nee, das sage ich, stand drin. Okay. So, mindestens 15 Spieler. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht drin steht, weil das vielleicht schwierig war, weil es damals ja auch nicht hauptberuflich war, dass man vielleicht immer erstmal versuchen musste, überhaupt 11. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, weil man ja auch heutzutage ein Spiel mit 11 Spielern theoretisch anfangen. Man braucht ja, glaube ich, gar keine Auswechselspieler. Die Teams wechseln, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe gar keinen Plan, um das jetzt nicht künstlich in die Länge zu strecken, wie man doch sonst immer bei Wer wird Millionär auch irgendwann hört. Gehen wir einfach, wir gamblen natürlich. Ich glaube, es ist cooler, 1 Million zu gewinnen, imaginär, wie 500.000. Das ist es. Und deshalb logge ich C ein. Also nochmal nur zum Verständnis, das heißt dann, dass in den Regeln nicht drin stand, dass mindestens 15 Spieler geben muss. Absolut richtig. Ja, dann nehmen wir C. Okay, du nimmst C. Also, generell, Regeln wild. Also da steht ein bisschen was zum Zweikampf drin. Man darf nicht zerren und beißen. Alles andere kein Problem. Okay, ja. Also wirklich. Generell gab es damals eine Gruppe von Studenten, die diese Regeln aufgeschrieben haben. Und ein paar Leute waren mit den Regeln nicht zufrieden, haben sich abgespalten und später einen anderen Sport gegründet, der heute als Rugby bekannt ist. Daher kannst du dir ableiten, man durfte den Ball in die Hand nehmen. Okay. In den ersten Fußballregeln war es erlaubt, den Ball in die Hand zu nehmen. Du durftest aber nicht mit dem nach vorne laufen, glaube ich. Also du durftest den Ball in die Hand nehmen und zurücklaufen und irgendwie du durftest auch nicht werfen. Also es war irgendwie noch ein bisschen eingeschränkt, aber man durfte den Ball tendenziell auch Feldspieler in die Hand nehmen. Okay, also das stand schon mal drin. Ach nee, was nicht drin stand. Nee, das stand drin. Ah, okay. Das stand drin. Also du bist noch im Rennen. Ich löse es so nach und nach jetzt. Ah, ja, genau. Okay. Weiterhin stand drin, dass nach einem Tor die Teams die Seiten wechseln. Macht doch gar keinen Sinn. Also nach jedem Tor muss man dann alle elf oder wie auch immer rüberholen. Voll lost, aber das war damals richtig. Jetzt zwischen C und D. Tatsächlich stand in den Regeln nicht drin,
dass der Schiedsrichter ein Auswechselspieler des Heimteams ist. Du hast leider die Millionen nicht geholt. Fällst zurück auf 16.000 Euro. Das Ding ist, es stand überhaupt nichts von einem Schiedsrichter in den Regeln drin, denn der Schiedsrichter kommt erst 1870 in die Regeln mit rein. Das wurde da überhaupt nicht aufgeführt. Stattdessen steht drin, dass ein Team aus mindestens 15 und maximal 20 Spielern bestehen darf. Also es war ganz, ganz wilder Sport. Man hat damals auch damit irgendwie 9 Stürmern gezockt, weil im Prinzip hat man einfach einem den Ball gegeben, hat irgendwie versucht, sich durchzudribbeln und dann ging es nicht. Na okay, dann wieder zurück. Also es war komplett wild. Aber ja, du hast die Million leider, leider nicht geholt. Trotzdem glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Odyssee, die du da durchlaufen hast. Du hast eigentlich fast jede Frage mit Bravour beantwortet, mit ein bisschen Hilfe ist bis zur Million geschafft und die dann leider nicht gewonnen. Wie fühlt sich das an? Ist okay, ist verkraftbar, weil ich auch gar keinen Plan hatte. Also hätte ich das, jetzt irgendwas. Das ist aber auch halt das Ding. So. Also wenn man auch reguläres Wer wird Millionär schaut, da ist es ja sehr, sehr oft so, dass das die Millionen dann immer gottlos schwierig ist und das fand ich auch. Ich habe das nur irgendwie, als ich recherchiert habe für die Folge, das habe ich gelesen und dieses Regelmanifest und das ist halt einfach so wild, ne? Also, crazy, du kannst einfach den Ball in die Hand nehmen, so hä? Aber naja, it is what it is. Ansonsten würde ich mich bei euch bedanken fürs Einschalten. Wie gesagt, wir haben Folge Nummer 2, wo Luca mir 15 Fragen gestellt, auf seinem Kanal gemacht. Schaut da also sehr, sehr gerne auf seinem Kanal vorbei. Ist alles unten verlinkt. Da werden, glaube ich, die ein oder anderen Videos auch mit meiner Wenigkeit, vielleicht auch mit dem ein oder anderen YouTuber, noch kommen. Ansonsten, falls ihr Bock auf andere Gäste habt, gerne auch in die Kommentare schreiben, wen ihr euch für eine Folge Wer wird Millionär wünscht. Natürlich, Gamer Brother Fan, wir alle cool. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu weit weg von der Reichweite, aber gerne Vorschläge in die Kommentare. Lasst uns einen lieben Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall und ich hoffe, Luca auch. Haut rein. Ich auch auf jeden Fall. Ciao, ciao, macht's gut.